11, wie es beschrieben ist, Airline Tycoon. Heute spielen wir die Mission First Class. Ich glaube, das war die zweite Mission, ne? Ich meine, ja, ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht. Könnte durchaus sein. Ich muss kurz hier was noch machen. Was war das mal so? Ich will nämlich noch was im Blick halten. Ich liebe diesen Song, ne? Ich hoffe, ihr liebt diesen Song genauso wie ich. So, Kampagnen. Ich war gestern einfach nicht mehr in der Lage, die fliegende Kiste zu machen. Ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, komm, zack, schon mal eine Runde Battlefield. Anscheinend ist das Battlefield beliebter. Ist mir aber egal. Denn ich liebe dieses Spiel. Es macht Spaß. So. Und ich würde sagen, wir machen wie immer Standard. Naja. Holen uns Routen. Und regeln das mit der Route. Warte mal, jetzt muss ich was gucken. Täglicher Bedarf 2800. 6000. Daily. 2800. 5000. Ja, machen wir Daily. Ne, nehmen wir München. New York. Heute fangen wir mal mit New York an. I want to know. I want to know. So. Dann machen wir mal ganz kurz Flugzeugcheck, das ist die Augsburg, ja. Ja, die Augsburg. Benennen wir mal um wie immer, ne? Wer, na, wer weiß es? Wer weiß es? Niemand? Schade. Okay. Dann müssen wir gucken, naja. Ja, das ist in die Halle. Das war so ein Kurzstreckenflieger, ne? Ja. So, dann gehen wir mal hier hin. Wer Deli. Das heißt, man hier die erste Klasse abschaffen. Ganz einfach. So. Moment mal, ich guck mal, vielleicht kriegen wir eine Finanzberater und sparen wir noch vielleicht. Berater, Abberater. Personal, hoch begabt, nimm mal. Nein, nein. Nehmen wir mal sehr talentiert. Sehr talentiert. Okay, wir haben leider keinen Berater. Talentiert. Talentiert. Ruhig mit, talentiert ist immer gut. Sehr talentiert. Oh, vergabt. Immer schön, sehr talentiert. Oh, recht talentiert, nein. Dann machen wir die Berlin. So. Dann haben wir nicht direkt. Fangen wir. Ja, ich weiß, ist ein bisschen teuer. Berlin. Nein, nein, da. Da muss ich hin. Berlin, New York. New York, Berlin. Und komm. Berlin, New York. New York, Berlin. So. Preise sind natürlich Luxuspreise. Erhöhen nochmal auf 2600 und Rückflug auf Preise. 2000 New York Berlin. Berlin New York. 2010 das passt. So, dann gucken wir mal.
Was haben wir so last minute? Krieg ich nicht hin. Heute. Und Berlin. Und heute Berlin-Helsinki. Madrid, Kopenhagen am 9. Tag. Auf mein Green. Berlin Helsinki. Sehr gut. Dann haben wir ein paar hunderttausend. So, die Halle. Die Halle. Nein, ich will nicht telefonieren. Die Halle soll noch kurz was machen. So. Die Halle kriegt nämlich auch kein erste Klasse-Ticket. So. Aber schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. 168. Könnte man eine Kurzstreckenroute nehmen. 168. Ja. Gehen wir noch mal gucken hier. Ab Dienstag. Was haben wir denn ab Dienstag? Berlin. Okay. Ich gerade nicht, aber okay. Naja. Berlin Reykjavik. Madrid Kopenhagen. Madrid Berlin. Ah, das ist mein Fehler gewesen. Madrid Berlin. Berlin Reykjavik, Madrid Berlin. Berlin Wien? Nein. Berlin Paris? Das muss ich so machen. Okay. Und du kommst weg. Berlin Wien und du. Sorry.
Ist halt so. Habe ich schon wieder verkackt. Aber hier habe ich wesentlich höheren Gewinn. Oh. Und den Rest. Für den schon. Ja. Oh, und ja. Briefing abbrechen. So, was bringen uns jetzt Flieger jetzt ein eigentlich? Ungefähr 250 am Tag ungefähr, ne? Ich mach mal einfach nur Berlin-New York Luxuspreis, New York Berlin Luxuspreis. Oh, das ist natürlich preislich gestiegen. Okay, lassen wir es so. Schauen wir mal nach ein paar Beratern. Machen wir einen auf die Laien. Ach komm, die 10.000 im Monat. Eine Informantin können wir gebrauchen. So, was hat das denn noch für mich da? Piloten, sehr talentiert. Talentiert nehmen wir mal mit. Talentiert nehmen wir mal mit. Wir müssen anfangen, so früh wie möglich ein gutes Personal haben. Talentiert. Talentiert. So, bam. Was kann unser Flieger? Dienstag. Sind wir in Berlin. Haben wir Last Minute. 168. Schwach, ne? 168, das ist ja nichts. Nein. 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 Mhm. Aber habe ich nicht hier bis Freitag Zürich, Berlin. Nein, keine gute Wahl. Aber ich habe nicht das Flugzeug gerade zur Verfügung. Na gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Nacht hier zu verbringen. So. Das Flugzeug müsste heute frei sein. Berlin rum, Mittwoch. Ja. Berlin-Zürich heute. Anker nach Fiat. Heute von Ankara nach Palma. Versuchen wir es mal. Und dann werden wir sehen, ob wir scheitern. Aber vielleicht kriege ich so eine Route hin. So, Moment. Okay, kriege ich nicht hin. Berlin Zürich und Zürich nach au Ankara Riad. Und was hast du? 1017.000 und was mit Prämie? Ja, verkackt halt. Ankara Riad. Berlin-Wien, Berlin-Rom. Ja. Bam, bam, bam.
von Riad nach Berlin für Mittwoch. Von Riad nach Berlin, Athen, Wien. Sollen wir riskieren? Ja, komm. Von Athen nach Wien ist ja zumindest etwas zurück. Da müssen wir aber gucken, ob wir dazwischen irgendwo klemmen können heute. Von Zürich nach Ankara. Okay, haben wir verkackt. Athen, Wien? Was? Gelaufen, ja. Ja. Hat ganz doof gelaufen. Machen wir Feierabend. Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn heute. 1,4. Oh, okay. Briefing abbreche. Was macht denn das Flugzeug heute? Ist in Wien. Bis ich nur. In Wien. Vielleicht verkaufe ich es und hole mir ein größeres. Das ist in Wien. Komm. Schaffe ich nicht von Wien nach Ankara. Ich bin da nicht mehr so optimistisch. Sorry, Leute. Das ist mir einfach. Dann mache ich das lieber. Was? Berlin-Rom, Madrid-Rom. Ah, keine Strafe. Oh, hab ich Glück. Dann gucken wir mal heute aus Rom. Ich glaube nicht, dass ich heute was aus Rom kriege. Aber schauen wir mal. Nein. Dann machen wir mal heute. Nein, warte mal. Vielleicht kriege ich ja noch was Kleines für die Nacht. Berliner Kabis. Ich brauch Biss. Berlin-Athen. Biss. Gut, kann man nix. Ja, passt. So, dann machen wir Feierabend. Ich hätte das Flugzeug frei. Ja. Okay. Mhm. Okay, ah ne, schauen wir mal nach Personal, solange wir da nichts zu tun haben. Oh, ich habe 6 Benachrichtigungen, sorry Leute, ich muss das gucken. Da muss ich jetzt aber gucken. Dahin. Macht für mich gerade mehr Sinn. Sorry, dass ihr gerade mal so ein bisschen ja verschoben werdet, kurz. Ich hoffe, das macht euch gerade nichts aus.
Aber ich muss hier noch nebenbei ein paar Sachen beobachten. Ja, gehen wir mal weiter. Ja. Ja, Frau Selig, was haben Sie denn für Berater da? Okay, haben wir keinen. Was haben wir denn für Angestellte, die hier für uns fliegen wollen? Pilote? Hochbegabt! Noch ein Hochbegabter. Sehr talentiert, sehr schön. Sehr talentiert, sehr schön. Hochbegabt, nehmen wir mit. So. Achso, ich möchte ein paar Berater entlassen. Personalroute, Auftrag, Info, Flugzeugsicherheit. Oh, wir haben zwei Sicherheit. Okay. So, rauswerfen. Gut. Piloten. Schauen wir mal. Hochbegabt, sehr talentiert, talentiert. Dann recht talentiert weg. Neun Piloten können wir rauswerfen. Und talentiert weg. Talentiert weg. 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 Talentiert weg. Ja. Schön. Vielleicht beim Personal noch mal gucken hier. Flugbegleitern. Durchschnitt kommt weg. Ach, können wir noch killen? Weg. 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 Ja. Sieht alles nach Plan aus. Schauen wir mal, was bringt uns das hier ein? So, was haben wir denn da? 165, 168. Okay, das sieht gut aus. Der Verbrauch ist halt hoch. Der Verbrauch ist mir zu hoch. Ja. Was kriege ich denn eigentlich für meinen Flieger? Fragen wir mal. Kommen die auch alle Flugzeuge? Ja, und zwar die Halle. Was wollen sie dafür haben? 3 Millionen, okay. Dafür gehört das Flugzeug ihnen. Bitteschön. $12 Millionen. Aber 370 Passagiere ist schon viel. Nehmen uns sie mal mit. Ah, ja, sehr schön. Vielleicht können wir ja die hier für... Moment. 1 Million. So. So. Okay. Und dann kommst du nämlich mit einer Route nach Berlin, New York. Nein. Das geht Auslastung New York, Berlin.
Berlin, New York. New York, Berlin. Scheiß auf die Gate-Auslastung. Ist halt so. So. Dann haben wir nämlich hier unseren Einkommen verdoppelt. Briefing abbrechen. Ich habe kein Geld. So, gucken wir mal. Was? Die macht miese? Warum? 100 Passagiere? Warum macht die miese? Wann hast du offen? 12 Uhr. Ich habe kein Flugzeug. Moment mal. Was habe ich da für einen Schrott gekauft? $369. Und was kannst du? Ja. Dann wirst du mal. Dann wirst du nicht mein. So. Ja, war Geldverschwendung, ich weiß. Ja. Schauen wir uns mal lieber nach Transportaufträgen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. $40,000. Delhi, Nairobi, nein. 3 Millionen. Okay, am Samstag. Nehmen wir. Bis Dienstag. Warschau, Berlin. Berlin, 60 Tonnen. Bis Dienstag ist immer so. Ja, müssen wir so machen, ne? So. Wie? Tonnen.
Ja, nehmen wir die kleine Strafe hin. Und ab Sonntag können wir wieder. Frachtflüge machen. Nein. Ab Montag. Ja, nehmen wir mal. Und Berlin. Moment mal, war schon Berlin. Bis Dienstag. Am Sonntag hätten wir noch Kapazität frei. Am Sonntag und am Dienstag. Ja. Am Sonntag. Nein, habe ich keins. Sonntag. Nee, dann machen wir für heute Feierabend. Ja. Ich merke, ich habe verkackt. Gut ist also keine Idee. Ja. Ich denke mal, ich werde die Partie doch nochmal neu anfangen, weil ich verkackt habe. Aber in ein paar Minütchen, ich muss nämlich kurz weg. Ja, leider. Aber wir sehen uns ja gleich wieder. Also bis später.